Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Crafter. Und aktuell läuft unser Terraforming. Die Wärme funktioniert halt nur noch nicht. Aber da werden wir uns heute, denke ich mal, drum kümmern können. Wir werden erstmal hier so ein kleines Taschenlampenmodul machen, da wir ja gestern nochmal unser Modul hier erweitert haben und vielleicht ein, können wir noch nicht, wir brauchen Magnesium, ein Deconstruct. Und dann sollten wir ja hier auch. Guck mal, dafür brauche ich Sauerstoffpunkte. Ein Punkt. Naja, das sind 1000 wahrscheinlich, ne? Also auf jeden Fall brauchen wir Punkte, um Sachen freizuschalten. Der Luftdruck hier zum Beispiel. Guck mal, da können wir vielleicht schon fast. Ab 70 können wir uns hier Sauerstofftank 2 freischalten, um das Ganze zu machen. Wir werden mal die Kiste weiter plündern und vielleicht können wir noch einen Bohrturm stellen. Ach so, ein Energiemonitor wäre Eisen und Magnesium. Wäre vielleicht auch nicht schlecht, ne? So, wir haben mittlerweile auch einen Kompass oben. Dementsprechend können wir auch ein bisschen mehr sehen. Der kam mit dem Exoskelett-Update. Also, wo ich jetzt das Exoskelett erweitert habe, da kam meines Wissens nach oben der Kompass. So. Achso, ich habe ja den Deconstructor noch gar nicht. Eisen, Eisen, Eisen. Es ist ein bisschen stressig, dass man unten die ganze Zeit gerade den Sauerstoff so im Auge behalten muss, dass das so wenig ist. Ich weiß, man kann Flaschen herstellen, aber es ist schon ein bisschen stressig. Also das ist das nächste, was wir updaten. Dass wir mit dem Sauerstoff weiterkommen. Oh, wir sind bei 76. Da könnten. War doch was? Ja, hier. Hat er den von alleine freigeschaltet? Okay. Fenster werden ab 250 freigeschaltet. Okay. Das heißt, ich kann jetzt. Ja, ich kann jetzt den größeren bauen. Sauerstofftank 1 habe ich. Die muss ich mir nur wieder ins Inventar ziehen. Ich brauche zweimal Magnesium dafür. Okay. Habe ich Magnesium gar nicht mitgenommen. Und kann auch noch keine Lagertruhe bauen hier. Okay. Ist auch die Frage, ob wir irgendwann mal das hier abbauen können. Oh, ich wollte es lagern. So, wir brauchen Magnesium, haben wir gesagt. Eis lagern wir hier auch mal zwei. So. Dann lass uns mal Magnesium besorgen. Mittlerweile wissen wir ja, wie es aussieht. Kann ja auch nicht. Ich will wissen, ob ich den Container abbauen kann. Dazu muss ich aber ja jetzt erstmal den Deconstructor auch soweit haben, ne? Eisen nehmen wir auch nochmal mit. Da ist noch Magnesium. Müssten wir eigentlich mit dem nächsten Sauerstofftank-Update, müssten wir jetzt eigentlich so weit kommen, dass wir vielleicht schon bei 200 Sauerstoff sind. Ah, schön, wie die Terraform-Punkte gehen, ne? Da müsste man eigentlich auch, ich glaube, den Bohrer kannst du auch nochmal erweitern. Also größer machen. So. Jetzt müsste ich den. Ah, ich muss den Sauerstoff. Kein Platz, alles klar. Dann lass uns erstmal den Chip bauen. So, und dann kann ich den in mein Inventar packen. Zweihundert. Cool. Das ist natürlich schon mal. Rucksack 1, okay. Dann müssen wir mal gucken, was können wir denn als nächstes? Rucksack Tier 2 kommt bei 300 TI. Wir sind bei Terraform-Punkten 156, steigend. Innenleiter. Verbindungsleiter zwischen Wohnblöcken. Okay, damit können wir hochklettern. Da gibt es eine neue Heizung. Für Heizung müssen wir Iridium finden. Gibt es hier nochmal einen größeren Sauerstofftank? Ich denke mal, wenn wir den Sauerstoff, wenn wir das hoch genug haben. Also hier Sauerstoff. Da gibt es einen Sauerstofftank Stufe 3. Da müsste auch irgendwann mal. Hallo? Irgendwann mal müsste ich hier auch keinen Sauerstoff mehr brauchen, ne? So, wo kriege ich jetzt am besten Iridium her?
zufällig aus den Meteoriten? Zufällig? Silizium? Silizium? Auf jeden Fall Silizium. Ich habe so ein bisschen Angst, von den Dingern getroffen zu werden, ne? Sieht jetzt aber nicht unbedingt danach aus, als würden wir hier jetzt Iridium herkriegen. Die Frage ist auch, wie das dann später mal läuft. Ich habe keine Flaschen dabei. Verdammt. Wie das dann später mal läuft mit den Meteoriten, ne? Weil ich meine, ich bin schon auf dem Weg, So. Iridium. Damit dürfte es ja eigentlich schneller gehen. Mal den Energieniveau-Monitor. Tor hätte ich noch gerne mit Magnesium. Dass wir zumindest mal sehen können. Jetzt auch auf den Boden machen? Dann platziere ich den direkt daneben. So, drei Windkraftanlagen. 3,6 Kilowattstunden. Verfügbar 0,4. Okay, das heißt, wir könnten... Eine Sache könnten wir noch machen und dann müssten wir wieder neue Energie bauen. Okay. Ich brauche mal Wasser. Das habe ich alles noch drüben gelagert. Farbe ändern. Oh, cool. Okay. Gut, wir brauchen immer noch die Heizung. Das heißt, wir müssen irgendwo her. Iridium kriegen. Wir müssen irgendwo her Iridium kriegen. Woher kriegen wir Iridium? Eigentlich sind hier so viele. Achso, warte mal. Ich will noch mal kurz was gucken. Muss ich mal kurz in die Tasteneinstellung. Werkzeugwechsel. Scrollen oder R. Zerlege Lagerkiste. Okay. Da will ich jetzt mal gucken, kann ich diese Kiste, die da hinten runterkam, kann ich die zerlegen? Kann ich. Krieg Eisen raus. Okay, also mit R wechsle ich. Gut. Titan. Titan für Hauserweiterung. Inventar voll. Oh, ja, wir könnten Fundamente bauen. Da ist halt die Frage, ne? Das ist halt, wenn jetzt hier das Gebiet, wo ich jetzt gerade bin, wenn das überflutet wird, habe ich natürlich ein Problem, ne? Titan. Wir machen mal hier noch ein bisschen Stromerzeugung. So. Vier kW verfügbar, okay. So, laufen wir mal in die Richtung. Eisen. Silizium. Sauerstofftanks haben wir dabei, das passt. Das heißt, wir können einen kleinen Moment laufen. Neuer Bauplan.
Größerer Rucksack. Perfekt. Ja, komm, dann machen wir den noch, eben bevor wir loslaufen. Und machen auch schon mal ein Wohnkabinen-Update nochmal. Nee, noch nicht. Noch können wir nicht nach oben. Ich wollte nach hier neben, ne? Ah, das geht nicht wegen den Steinen, okay. So, dann machen wir erstmal den neuen Rucksack. Benötigt einmal Silizium und den Rucksack Stufe 1. Gut, den Rucksack Stufe 1 habe ich dabei. Dann einmal Silizium. Ist gut, wenn man nicht so viel direkt beim Haus wegholt. Ja, sammle ich gleich wieder auf. Alles gut. Haha, ich schmeiß den Rucksack Stufe 1. Doch, du bist da und. Schmeiß doch hier einfach das Eis ab. Wie wäre das? Also. Das war ja jetzt geschickt vom Spiel gemacht. So. Guck mal, jetzt haben wir doch. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz. Okay. Da haben wir alles drin. Dann. Mich würde mal was interessieren. Wenn ich jetzt einen. Noch einen Sauerstofftank baue, nimmt der den dann mit? Ne, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir Iridium finden. Ich will die Heizung machen. Dass wir den Planeten schon mal anfangen können aufzuheizen. Ja, hier ist richtig viel Titan. Und Eisen haben wir alles hier in der Nähe. Ich denke mal, das kommt durch die Meteoriten vielleicht, Iridium. Aluminium. Ich laufe jetzt nicht zurück wegen Fenstern. Weil ich habe eher so das Gefühl, dass das hier später mal Wasser wird. Ich glaube, wir haben unsere Anlage genau in so ein Wasserloch gebaut. Ja, du kannst ja später bei den Planeten auch Wasser erzeugen. Silizium, Eisen. Oh, da hinten ist ein Schiff. Wie viele Flaschen haben wir dabei? Drei, das sollte passen. Nehmen wir bei dem Schiff, nehmen wir mal die erste Flasche, denke ich mal. Und wenn wir die zweite angenommen haben, müssen wir wieder zurück. Okay, wo ist der Eingang? Schon so ein bisschen das Gefühl, dass wir vielleicht da drin unser Iridium finden. Wie steht denn das hier überhaupt? Hier ist ein bisschen dunkel, ne? Hier ist ein bisschen sehr dunkel. Wo sind wir hier? Ist das eine Höhle? Okay, ich wollte eigentlich in das Schiff rein. Jetzt bin ich in irgendeiner Höhle. Cool. Okay, Aluminium finde ich. Oh, was haben wir hier? Uran. Superlegierung. Bauplan Mikrochip.
Okay, jetzt sollten wir den Weg zurückfinden. Das wird sonst ganz unlustig. Okay. Ich kann mich gerade nicht daran erfreuen, dass ich jetzt eine Konstruktion gefunden habe. Wo komme ich jetzt wieder raus? Ich muss mehr Sauerstoffflaschen herstellen. Das nützt nichts. Ich habe nur eine Sauerstoffflasche. Aber unser Terraforming-Index steigt, das ist doch gut. Leute, wo ging das hier raus? Hilfe. Er hat mich verlaufen. Ich habe mich wirklich verlaufen. Hier ist noch eine Kiste. Bringt mir jetzt viel, aber ich habe mich. Iridium. Alles klar. Ich muss hier nur raus. Wir sind hier wieder bei dieser Konstruktion. Ich will nicht zu dieser Konstruktion. Ja, das ist schön. Okay, ab jetzt habe ich ein Problem. Letzter Sauerstoffgehalt. Okay, ich bin draußen. Da ist das Schiff. Okay, das heißt, ich muss in die Richtung. Oh, ich schaff's. Und von hier kommen wir in das Schiff rein. Das heißt, wir nehmen drei Sauerstoffflaschen und gehen dann in das Schiff. Wir haben einmal Iridium. Das heißt, wir können den Planeten anfangen zu erwärmen. Achso, können wir ausmachen. Unser Sauerstoff reicht auch zurück. Oh, Gott sei Dank, ey. Es ist so. Obwohl, Das mit dem Sauerstoff ist noch so eine Frage. Komm schon, komm schon. Meteoriten sind mir eigentlich gerade relativ egal. Wow, hört auf, um mich zu schießen. Leute, das ist ein bisschen nah, ne? Alter! Das ist viel zu nah, Mann. Liebe Leute, ich würde sagen, für diese Folge soll es das gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch, Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann euch das Ganze anschaut. Und sag bis zum nächsten Mal.